Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich begrüße Sie ganz herzlich an diesem Montagmorgen. Ich freue mich riesig, Sie hier so zahlreich zu sehen, so wirklich, so leibhaftig. Die meisten von Ihnen habe ich über 2 Jahre nicht gesehen. Toll, dass wir uns heute hier wieder mal treffen und miteinander reden können. Kurz eine Bemerkung vorab. Es steht nicht mehr, Sie sind uns willkommen mit und ohne Maske. Halten Sie es so, wie Sie es sich wohlfühlen. Jeder ist da ganz frei. Wie gesagt, das entscheiden Sie selbst. So, und nun genug der Begrüßung und der Vorbemerkungen. Es geht los. Das attraktivere Museum. Da haben sich sicherlich einige von Ihnen gefragt, was das wohl heißen soll. Sind wir etwa nicht attraktiv genug? Muss denn die Latte immer noch ein Stück höher gelegt werden? Und jetzt heißt diese erste eröffnende Session also auch noch: Wie attraktiv sind die Museen? Wie kommt eigentlich der DMB dazu, die Attraktivität von Museen so in Zweifel zu ziehen? Nun, zum einen ist es ja immer ein ganz taktisch kluger Schachzug, sich die kritischen Fragen selbst zu stellen, bevor es andere tun. Und zum zweiten hat Corona uns ja nicht nur monatelang geschlossene Museen beschert, sondern auch eine Fülle von Veränderungen, von digitalen Angeboten angefangen, zu Zoom-Konferenzen, über Homeoffice bis zu neuen Arbeitsmethoden, die am Ende ja dann eigentlich das ganze Haus betrafen. Was soll bleiben? Wie geht's weiter? Darin steckt eine Chance zur Neuausrichtung, zur Neuorientierung. Und drittens gibt es überall und fast immer Luft nach oben. Und auch diesen Luftraum werden wir in den nächsten Tagen eingehender in Augenschein nehmen. Was wir uns mit dieser Themensetzung neu gedacht haben, wird Ihnen jetzt David Viom näher erläutern. Den muss ich eigentlich nicht vorstellen, aber in den letzten 2,5 Jahren sind ja vielleicht auch einige neue Mitglieder zu uns gestoßen. Deswegen doch ein paar Worte. Er leitet seit 2017 unsere Geschäftsstelle. Außerdem ist er im Vorstand des Netzwerks Europäischer Museumsorganisation, kurz NEMO. Er vertritt die Museen im Deutschen Kulturrat, engagiert sich in zahlreichen Jurys und Arbeitsgruppen und in vielen bundesweiten und internationalen Projekten, Strategie- und Konzeptentwicklungen, auf denen Museum draufsteht, steckt David Viom irgendwo mit drin. David, wir freuen uns auf deine Einführung. Danke, liebe Heidrun, für diese Einführung. Ich möchte kurz 3 Fragen stellen. Die erste: Was verstehen wir, also wir, die Organisatoren und Organisatorinnen dieser Tagung, unter Museumsattraktivität? Zweite Frage: Warum veranstalten wir eine Jahrestagung zu diesem Thema? Und dritte Frage: Warum veranstalten wir diese Jahrestagung jetzt? Einfach diese 3 Fragen. Fangen wir an mit dem Thema Attraktivität. Was verstehen wir unter Attraktivität? Ich habe gerade gesagt, dass ich Fragen stelle, aber ich habe nicht versprochen, die Frage zu beantworten. Ja, weil wenn wir, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Sie fragen würden, was ist Attraktivität, was macht ein Museum besonders attraktiv, ich glaube, wir hätten wahrscheinlich 400 Antworten. Weil was unsere Wahrnehmung des Museums ist und was uns auch anzieht, ist sehr individuell. Ich würde sogar sagen, es ist manchmal auch etwas Intimes. Also über eine Definition von Attraktivität im Museumsbereich haben wir natürlich in der Arbeitsgruppe, die diese Tagung konzipiert, stundenlang diskutiert. In der AG waren übrigens Heidrun Derks natürlich, Rita Müller, Norbert Niederostheide, Rainer Spieler, die die verschiedenen Session moderieren werden, und sowie Mara Hoffmann war auch dabei, Silvia Willkomm und ich. Das nur als Hinweis. Und das einzige Ergebnis von diesen stundenlangen Diskussionen, die wir geführt haben, und lebhaften Diskussionen, die ich gerne stelle, ist die thematische Struktur von der Haupttagung. Hier sehen Sie Aspekte der Thematik, die schon irgendwie eine Antwort doch geben, was ist Attraktivität. So Aspekte, die wir ausgesucht haben, da wir als besonders relevant eingestuft haben. Die Publikumsforschung,
mit der Herausforderung, die NutzerInnen und die Nicht-BesucherInnen besser kennenzulernen. Das Marketing mit der Herausforderung, nicht nur die eigene Institution zu vermarkten, sondern den ganzen Museumssektor. Und die Servicequalität mit der Herausforderung, dass die Besuchenden sich nicht nur wohlfühlen, was schon auch viel ist, aber auch sonst, dass sie sich auch wertgeschätzt fühlen. Und morgen werden wir weitere Aspekte der Thematik Attraktivität behandeln, nachdem wir uns nochmals über die Vermarktung der Museumslandschaft mit Image-Kampagnen auseinandersetzen, werden wir uns fragen, inwiefern Museen ein wichtiger Standortfaktor sind und ob die Museen begehrte und gute überhaupt Arbeitgeber sind. Also Sie sehen, keine Definition von Attraktivität, aber Bereiche und Aspekte, bei denen wir alle wissen, dass es, wie wir das immer gesagt haben in der Arbeitsgruppe, dass es doch Luft nach oben gibt. Also das möchten wir in dieser Tagung Möglichkeiten, das Museum an der einen oder anderen Stelle zu verbessern. Darum haben wir die Tagung mit dem komparativen Form des Adjektivs, das attraktivere Museen genannt. Und wir hoffen, dass es natürlich für Sie eine Motivation sein wird. Zweite Frage, warum veranstalten wir eine Jahrestagung zum Thema Attraktivität? Ich nenne nur zwei Gründe. Erstens, wie gesagt, weil es eben Luft nach oben gibt. Sie kennen den Eurobarometer von 2017, immer noch der neueste, leider, europäische Vergleich über den Anteil der Bevölkerung, der Museum besucht. Und da zeigt Deutschland im oberen Durchschnitt. Also 69% der Museen, 96% der Deutschen geben an, 69% der Deutschen geben an, mindestens einmal im Museum im Jahr zu besuchen. Also wenn die Zahlen stimmen, weil wenn wir darüber sprechen, gibt es sehr viele Museumsmitarbeiterinnen oder auch Museumsleiterinnen und Leiter, die sagen, ja, das kann doch nicht stimmen. Aber wenn die Zahlen stimmen oder noch stimmen heute, sind sie zwar nicht schlecht, aber andere Länder machen es besser. Das sehen Sie, das können Sie lesen, Schweden, Niederlande, Dänemark etc. Die Schweiz ist übrigens auch ganz am Ende, aber gehört ja nicht zur EU. Aber genau die gleiche Studie wurde gemacht tatsächlich und man kommt auf 80%. Also das heißt, anders formuliert, die Museen in Deutschland können attraktiver werden. Und zweiter Grund, warum wir eine Jahrestagung zum Thema Attraktivität veranstalten. Einfach weil der Vorstand 2019 für Prioritäten für die Arbeit des Museumsbund gesetzt hat. So sehen die Wände bei einer Klausur aus, das kennen Sie bestimmt auch alle. Und am Schluss der zwei Tagen Klausur stand das Thema Attraktivität, wie Sie vielleicht auch sehen, in den Top 5. Digitalisierung, also das haben wir noch nicht, Digitalisierung, Museumsimage, haben wir noch in der Zeit Museumsimage genannt, noch nicht Attraktivität, aber das hat auch ziemlich viele Punkte, das ist wirklich das Ergebnis dann von zwei Tagen Schwerpunkten, Prioritätsarbeit. Also das führt mich dazu, warum wollen wir das Thema Attraktivität jetzt, was ist da aktuell? Erstmal, weil wir die weiteren Themen der Agenda 2019-2022 in unterschiedlichen Formen schon vertieft haben, in der Museumskunde, im Rahmen von Jahrestagungen, Anhang von Leitfäden, durch Projekte. Aber das Thema Attraktivität haben wir immer wieder ein wenig verschoben, zum Ende gelassen. Abgesehen von der Koordination des Internationalen Museumstages haben wir auf Bundesebene beim Museumsbund dieses Thema noch nicht behandelt. Und es gibt ein weiterer Grund, warum das Thema heute besonders aktuell ist. Das ist ja die Pandemie. Heidrun Derk hat das auch erwähnt. Die Covid-Krise, aus der wir langsam herauskommen, hat deutlich vor Augen gezeigt, dass nicht nur jedes einzelne Museum vor der Herausforderung steht, sein Publikum wiederzugewinnen,
sondern die Museumslandschaft als Ganze muss zeigen, dass sie weiterhin ein unverzichtbarer Teil des Alltags der Menschen darstellt. Das sagen wir, da glauben wir daran. Also kommen die Besucher überhaupt wieder wie früher? Sind die Museen so notwendig, wie der Deutsche Museumsbund und hoffentlich wir alle der Politik und der Öffentlichkeit während der Krise und immer wieder wiederholt hat? Die Covid-Krise hat auch diese diffuse Befürchtung wieder belebt, die man immer wieder hört, dass die Museen den künftigen Generationen nicht mehr gefallen würden. Also das steht wirklich um Attraktivität, weil sie immer sich digitaler bewegen und weil sie mit den eurozentrischen Materialkultur vielleicht nicht mehr anfangen können. Also sich Gedanken zu machen über die Attraktivität der Museen, geht es nicht nur um Marketing oder etwas Frivoles, sondern das bedeutet nicht nur Fragen, was wir machen können oder müssen, sondern erstmal beobachten, wie unser Sektor wahrgenommen werden, um den einfach zukunftsfit zu machen. Also mit dieser Tagung möchten wir, dass diese bedingte Außenperspektive, heute werden wir probieren, einfach einen Schritt zu, also heute Morgen einen Schritt zurück und uns so ein wenig von außen zu sehen, diese bedingte Außenperspektive sollte uns dabei helfen, die Museumslandschaft aus multiplen Perspektiven zu betrachten. Und wir möchten so, dass Sie dann, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Ihre eigenen Prioritäten natürlich setzen und so zur Attraktivität der Museumslandschaft beizutragen. Also in diesem Sinne wünsche ich uns auch eine sehr aufschlussreiche Tagung. Danke. Ja, danke, David. In Ihrem Programm steht das nicht drin, aber es gibt jetzt ein Warm-up. Keine Angst, das wird nicht anstrengend und es wird auch nicht schweißtreibend. Aber bislang war das ja für Sie alles noch sehr gemütlich da unten. Und jetzt wollen wir doch mal hier ein bisschen aktiver werden. Also, die eine Hälfte des Saales wird sich gleich mit Ihrem Handy beschäftigen und bekommt hier die Fragen vorgelegt, die sie bitte über Mentimeter beantworten wird. Die andere Hälfte ich wollte das jetzt nicht künstlich spannend machen, aber die andere Hälfte, die macht sich jetzt mal ganz kurz Gedanken, was für sie ein attraktives Museum ist. Und ich habe von der Geschäftsstelle den Auftrag bekommen, mir so ein bisschen bissig böse Fragen zu überlegen. Eigentlich wollte ich Sie heute Morgen ja wirklich nicht ärgern, aber ich versuche mich so zurückzuhalten. Und Sie dürfen sitzen bleiben, ich komme mit dem Mikro runter und wir sammeln jetzt einfach mal so 10 Minuten lang so Statements. Wenn ihr glaubt, ihr sitzt in der Mitte da sicher, dann kriegen wir das hin. Also hier kommen über Mentimeter die Fragen, sie locken sich ein und sie beantworten und ich komme jetzt mit dem Mikro runter. Und ich hoffe, ja, man hört mich noch. So, also, ist ein Museum attraktiv, wenn es 6 Millionen Sammlungsobjekte hat? Es kommt auf die Qualität an und nicht auf die Quantität. Das wäre meine Antwort. Super. Ist ein Museum attraktiv, wenn es von einem Star-Architekten gebaut wurde? Wenn es gut aussieht. Ist ein Museum attraktiv, wenn es 6 Ausstellungen pro Jahr macht? Sie gucken so weg, aber... Es kommt auch darauf an, ob sich die Leute darin wiederfinden, ob es sie interessiert oder ob es nur darum geht, irgendwo einen Leuchtturm nach dem anderen zu schaffen oder nachhaltig zu wirken. Okay. Ist ein Museum attraktiv, wenn es Exponate aus 40 namhaften Institutionen, darunter aus New York, zusammenbringt, um sie in einer Ausstellung hier zu zeigen? Unter Umständen. Also ein bisschen origineller könnten die auch. Also macht es eine Ausstellung interessant, wenn Exponate aus New York hier nach Deutschland geflogen werden? Sie vielleicht? Man hat auf jeden Fall einen Punkt für die Bewerbung. Okay.
Ist dein Museum attraktiv, wenn es Forschungsanträge bei der DFG stellen kann? Möchten Sie vielleicht? Da habe ich jetzt nicht wirklich eine Antwort zu. Wenn es das stellen kann, ist das natürlich toll. Die Frage ist, was sind die Voraussetzungen dazu? Also, und macht es das Museum attraktiv, wenn es das tut? Es kommt dann auch ist wieder darauf an, was es daraus macht. Also, ja, wahrscheinlich ist das so. Wenn es irgendwo versackt, dann... Ist dein Museum attraktiv, wenn es ein Café oder ein Restaurant hat? Ach, Herr Overdiek, guten Morgen. Oh Gott. Selbstverständlich, wenn das Café gut ist. Ja, gut. Ist dein Museum attraktiv, wenn der Ausstellungskatalog 600 Seiten stark ist? Wir haben keine 600 Seiten starken Kataloge. Ah, okay. Aber grundsätzlich, kaufen Sie die? Ich ja. Ja, ich persönlich ja. Ist dein Museum attraktiv, wenn es 4000 Follower auf Facebook hat? Wo waren die, die sich da vorhin so weggeduckt hatten? Hier, geben Sie da mal weiter. Ja, für meine Altersklasse ja. Ist dein Museum attraktiv, wenn es Garderoben und saubere Toiletten hat? Auf jeden Fall ist es im Gegenteil unattraktiv. Ja, genau. So. Ist dein Museum attraktiv, wenn es viel Geld hat? Ich würde sagen, es kommt darauf an, was man mit dem Geld macht. Ja. Gut. Ich glaube, wir sind einmal durch und es hat sich gezeigt, es gibt keine einfachen Antworten. Oder hat jemand noch die Antwort auf die Frage, wann ist für Sie ein Museum attraktiv? Ja, Sie sind da genauso überfordert wie ich. Das ist eine Gemengelage. Und es ist natürlich klar, dass ganz viele, oder es wird einem deutlich, wie viele Faktoren dazu eigentlich notwendig sind. Das waren jetzt unsere Einschätzungen und wir sehen das eigentlich andere. Und unser Kollege Norbert Nieder-Nostheide war mit seinem Team in der Osnabrücker Innenstadt unterwegs und hat da mal ein paar Stimmen eingefangen. Und vielleicht können wir den Film mal sehen. Also Museen auf jeden Fall, Kulturgut, Erhaltung von Kulturgut sollte auf jeden Fall da sein und ich würde mich freuen, wenn es in Zukunft auch sowas weitergeben würde. Besonders für unsere Kinder. Ich verbinde Museen mit meinem Vater und das ist immer ein bisschen da hinterherlaufen und mir irgendwelche alten Geschichten angucken, mit denen ich gar keinen Bezug habe. Ausstellungen, alte Dinge, Dinge, die bewahrt werden, geschützt werden, aufgehoben werden. Es ist eine Möglichkeit, gesellschaftliche und kulturelle Identität zu pflegen und zu entwickeln. Ja, Kultur, eigentlich ja ganz schön sinnvoll. Und in die Jahre gekommen. Das war sehr, sehr lange her, glaube ich. Vor 15 Jahren war ich mal 15 da. Jahre? Ja. Also eigentlich geht man ins Museum meistens immer nur mit der Schule. Und ich glaube, das letzte Mal war ich auch da im Museum. Außer vielleicht das Schokoladenmuseum in Hamburg oder so. Ehrlich gesagt, ich bin in letzter Zeit kaum in die Museen hingegangen. Wegen der Maskenpflicht bin ich so gerne mit Maske unterwegs. Vor Corona. Meiner war vor zwei Wochen in einem Kunstmuseum. War ein bisschen verstört. Zu viel Kunst. Zu viel abstrakte Kunst. Generell erstmal irgendwas Interaktives, wo man mitmachen kann. Für den allgemeinen Zugriff heute muss man wahrscheinlich mit audiovisuellen, also visuellen Medien stärker arbeiten, weil es einfach die Nutzergewohnheiten abholt. Ich finde, viele Technikmuseen leider sind so reine Ausstellungshallen, in denen man Maschinen anguckt. Und ich würde mir wünschen, dass das quasi mehr mit Alltagsgeschichte verbunden wird. Aber das ist ein sehr spezielles Unterthema. Das Museum sollte mehr kontrastreicher, sage ich mal, sein. Oft sind das nur Bilderrahmen, die hängen da zwischen dunklen Räumen, sage ich mal so. Leuchtung. Beleuchtung könnte besser werden. Und was mir in manchen Museen auch nicht so gefallen hat, hier Sauberkeit, Ordnung. Aber was ich allgemein schade finde, ist, wenn Museen versuchen, irgendwie alles so kreativ, interaktiv, sage ich jetzt mal mit Anführungszeichen, zu machen, dass sie irgendwie komplett auf Texttafeln verzichten und
irgendwie alles immer ausschließlich multimedial sein muss. Oder Museen, wo man einfach nur die ganze Zeit lesen kann, finde ich auch zu langweilig. Also es müsste mich dann halt irgendwie mehr in meinem Alltag dann weiterbringen. Es müssen irgendwelche Sachen sein, die einen selber interessieren. Ja. Dann ist es cool. Wenn man damit nichts anfangen kann, gerade als Jugendlicher oder als Kind sogar, ist es das Langweiligste auf der Welt leider. Ja. Ja. Ja, da waren, glaube ich, sehr viele interessante Stichworte dabei und ich muss gestehen, ich hatte es mir viel schlimmer vorgestellt. Aber damit kann man ja arbeiten. Aber wie attraktiv sind denn nun die Museen? Auch hier waren ja sehr gegensätzliche und widersprüchliche Ansichten dazu. Eins ist auch klar, die Antwort können wir uns eigentlich nicht wirklich selber geben. Das ist ja so wie im normalen Leben oder das ist dann auch nicht anders als im normalen Leben. Wer kann sich schon selbst objektiv beurteilen? Die einen finden dann kein gutes Haar mehr an sich und die anderen schauen ganz selbstgefällig an sich runter und finden nicht den leisesten Makel. Und wer dann aber wirklich wissen will, wie attraktiv er oder sie ist, der wendet sich dann ja meist an den besten Freund und die beste Freundin. Von ihm oder ihr weiß man, oder wir erhoffen uns das dann zumindest, dass sie einen da nicht unnötig verletzen, dass sie die richtigen Worte finden und, wenn es richtig gute Freunde sind, dass sie uns nicht belügen werden. Es ist uns gar nicht schwer gefallen, einen solchen Freund für uns zu finden, Stefan Koldehoff. Er schreibt für die Zeit, die FAZ und ART, arbeitet als Kulturredakteur beim Deutschlandfunk, er moderiert die Sendung Kultur heute. Einer seiner Lieblingsmaler ist Van Gogh, darüber hinaus ist er ein ausgewiesener Kenner der zeitgenössischen Kunstszene. Stefan Koldehoff geht ausgesprochen gern ins Museum und dank seiner Familie nicht nur in Kunstmuseen. Wie attraktiv sind die Museen? Herr Koldehoff, ich darf Sie um Ihren Impuls bitten, ob Lob oder Levite, wir sind auf alles gefasst. Vielen herzlichen Dank. Nach dem Einspieler gerade bin ich ja eigentlich fast der Meinung, hier hätte nicht schon wieder ein alter weißer Mann stehen sollen, sondern die beiden jungen Damen, die Sie da in der Mall befragt haben. Das wäre vielleicht noch viel spannender gewesen. Trotzdem freue ich mich sehr über die Einladung und danke herzlich für die Gelegenheit, an dieser Stelle meine Gedanken mit Ihnen zu teilen. Hut ab vor der Entscheidung, einen Kritiker darum zu bitten, also den Blick von außen zu wagen. Und ich hoffe, dass ich den Erwartungen gerecht werde, die in dieser Einladung sicherlich mit drinstecken. Die einzige Vorgabe, die ich für heute hatte, lautete: Argumentieren Sie ruhig persönlich und gerne auch ein wenig provokant. Na dann. Erwarten Sie jetzt also bitte keine empirisch belegten wissenschaftlichen Erkenntnisse, sondern tatsächlich eine rein subjektive Außensicht. Und eine zweite kurze Präambel vielleicht noch: Wenn man vom Radio Beitragslängen von maximal 4,5 Minuten gewohnt ist, dann klingen die 20, die ich hier bekommen habe, natürlich erstmal geradezu paradiesisch, bis ich dann angefangen habe, diese Gedanken zur Fragestellung, was macht für Sie ein Museum attraktiv, mal ein bisschen systematisch zu sortieren. Und da waren dann plötzlich 20 Minuten gar nicht mehr so viel Zeit. Zumal es ja nicht nur, es klang gerade schon an, um Kunstmuseen gehen kann und soll, aber wie auch schon gehört, wir haben 3 Kinder, mit denen wir viel unterwegs gewesen sind. Seien Sie also bitte versichert, dass ich bei dem, was ich im Folgenden zu beschreiben versuche, die moderne Galerie in Saarbrücken, den Hamburger Bahnhof, die Gemäldegalerie in Berlin, das von der Heidt Museum in Wuppertal und die Kunsthalle Bremen genauso meine wie das Jüdische Museum in Dorsten, das Bilderbuchmuseum in Troisdorf, das Freilichtmuseum in Kommern, das Neandertalmuseum oder das Hanse-Museum Lübeck, technische Museen, historische Museen, große, kleine und, dass ich dabei viel nur werde anreißen können und viel anderes werde weglassen müssen, das versteht sich höchstwahrscheinlich von selbst. Mir ist natürlich auch klar, dass ich all diese Häuser, die Sie hier repräsentieren, eigentlich überhaupt nicht vergleichen lassen, jedenfalls nicht in ihren Möglichkeiten, die hängen ab von Größe und Lage, natürlich vom Etat, auf den werde ich gleich auch zu sprechen kommen.
Was aber eigentlich die Ansprüche angeht, die ein Haus meiner Meinung nach an sich stellen sollte, habe ich als privater wie als professioneller Besucher trotzdem an die meisten Häuser eigentlich ganz ähnliche Erwartungen, vor allen Dingen in den grundsätzlichen Hinsichten. Und dazu möchte ich zunächst etwas sagen, weil ich natürlich ganz subjektiv vor allem die Museen attraktiv finde, die diesen Erwartungen auch entsprechen. Später wird es ein bisschen konkreter. Hier erst schon mal ein paar wenige dieser Grunderwartungen. Wie gesagt, just to name a few. Ich erwarte von einem Museum, dass es sich der gleichberechtigten Aufgaben bewusst ist, für die es die öffentlichen Mittel erhält, die es bekommt. Ort der Forschung und der Wissenschaft, wie der Vermittlung und Präsentation und damit der Bildung zu sein. Gleichberechtigt. Ich erwarte von einem Museum, egal wie groß und wofür, dass es zu jeder Zeit sein Publikum vor Augen hat. Was möchte ich ihm vermitteln? Wie gelingt mir das seriös und doch zeitgemäß und ansprechend? Wie schaffe ich die Balance zwischen Bildungs- und Forschungsinstitut und Ort sinnlicher Präsentation in ständiger Sammlung und in Wechselausstellungen und dabei auch die sinnvolle Einbeziehung von entsprechender Technik? Museen dürfen meiner Meinung nach dabei gerne auch unterhalten. Sie sollten aber niemals versuchen, Teil der globalisierten Unterhaltungsindustrie sein zu wollen. Schon der Versuch, damit multinationalen Konzernen mit deren Entwicklungsabteilungen und Budgets gleichzuziehen, wäre zum Scheitern verurteilt und grundfalsch. Und schließlich erwarte ich im Jahr 2022 von einem Museum, dass es sich als Ort versteht, an dem Fragen der Gegenwart verhandelt werden, auch wenn sie sich aus der Vergangenheit, aus dem, was historische Sammlung ist, entwickeln. Als Ort des Verhandelns, nicht des Dozierens. Dafür müssen sich Museen, wo sie das nicht längst getan haben, noch weiter in Richtung einer demokratischen Gesellschaft öffnen. Nicht in dem Sinne, da möchte ich überhaupt nicht falsch verstanden werden, dass Laien die Inhalte bestimmen sollten oder dass etwa darüber abgestimmt würde, was zeigen wir denn als nächstes. Das wäre ein völlig falsches Verständnis von Pluralismus. Trotzdem über partizipative Strukturen nachzudenken und sie einzubinden, ist aber heute selbstverständlicher Teil von Museumsarbeit. Und um es einmal ganz klar zu sagen und anschließend auch gleich wieder zurückzunehmen, die Zeiten des Elfenbeinturms sind vorbei. Ich habe aber auch gar nicht das Gefühl, dass davon in Deutschland noch allzu viele stehen. Seien Sie dabei mutig und seien Sie parteiisch. Parteiisch für wissenschaftliche Erkenntnis, für die Vernunft, für die Aufklärung. Das ist Ihre Aufgabe. Und aus diesem Geist heraus sind viele Museen in diesem Land ja auch entstanden. Kämpfen Sie dafür, dass das so bleibt. Hätten Sie jemand anderen eingeladen, hätten Sie jetzt natürlich wahrscheinlich ganz andere Erwartungen gehört. Aber Sie haben eben mich gefragt und zur Subjektivität aufgefordert. Ich habe vor 2 Wochen bei einem Interview mit dem Hamburger Kultursenator Carsten Broster ein neues Wort gelernt. Das ist ja das Schöne an meinem Beruf, dass ich täglich was dazulerne und am Ende des Monats Geld dafür bekomme, dass ich mich 4 Wochen lang mit interessanten Menschen über die Themen unterhalten darf, die mich auch interessieren. Dieses Wort, das ich da gelernt hatte und vorher nicht kannte, heißt Nichtbesucherforschung. Sie werden es wahrscheinlich kennen. Und es hat ergeben, so Broster, dass 50% der Befragten gesagt haben, wir besuchen keine öffentlich geförderten Kultureinrichtungen. Es deckt sich so ein bisschen mit den Zahlen, Herr Wiom, die Sie vorhin vorgestellt haben. Also, wir besuchen durchaus Musicals, Popkonzerte, bewegte Projektionen von Van Gogh oder Monet-Gemälden in leerstehenden Fabrikhallen, diese sogenannten Immersive Experiences, die im Moment überall aufpoppen, aber eben keine Opernhäuser, keine Theater, keine Museen. Dabei traut man auf der anderen Seite gerade den Museen ganz viel zu. Vor einer Reihe von Jahren gab es eine Studie im Auftrag der American Association of Museums, die heute American Alliance of Museums heißt und sich damals nicht als Auftraggeberin zu erkennen gab. Die ganz neutrale Frage, deren Absender, wie gesagt, nicht genannt wurde, lautete ganz offen, wem vertrauen Sie noch? Das Ergebnis war in Teilen erwartbar.
ganz weit unten, tut mir jetzt leid, Herr Klimt, Politikerinnen, Juristinnen, aber auch Journalistinnen, natürlich, Sie kennen offenbar die Umfrage. In der Mitte Kirchen, soziale Einrichtungen und die Polizei, das war in den USA noch vor der Black Lives Matter Bewegung, und mit ganz oben die öffentlichen Museen. Begründung: Das sind unabhängige Institutionen, allein wissenschaftlichen Erkenntnissen verpflichtet und ohne materielle Interessen. Die wollen uns weder manipulieren noch etwas verkaufen, die wollen uns einfach nur weiterbilden. Jetzt sehe ich von hier aus zumindest einige schmunzeln, da hat sich viel verändert, das weiß ich auch. Kultur als freiwillige Aufgabe, Drittmittelfinanzierung, Sponsoring. Immer mehr Träger, vor allem Kommunen, kündigen gerade nach 2,5 Jahren Pandemie an. Das könne aber mit den Kulturetats so nicht immer weitergehen, mit dem Auffangen der Löcher, die durch Covid, Corona entstanden sind. Ich vermisse da seit Jahren, nicht erst seit Corona, einen kollektiven Aufschrei der Verbände, auch des Deutschen Museumsbundes. Wann ist endlich mal Schluss damit, dass die Kultur ständig gegen andere Pflichtaufgaben ausgespielt wird? Und dass sich die Verbände das auch noch ohne großen Widerstand, jedenfalls bekomme ich ihn als Journalist nicht mit, immer wieder gefallen lassen und sich in die Defensive verziehen. Die jährlichen Zahlen des Instituts für Museumsforschung aus Berlin werden Sie viel besser kennen als ich. Bei mir bleibt immer vor allem hängen, dass immer noch mehr Menschen Museen als Stadien in Deutschland besuchen. Hätten Sie aber nur einmal die Forderung gehört, Bundesliga-Vereinen, also Wirtschaftsunternehmen, bei denen zum Teil zweistellige Millionenbeträge für Transfers gezahlt werden, die öffentlichen Subventionen zu kürzen? Im Hinblick auf Kultur höre ich diese Forderung regelmäßig und in letzter Zeit auch immer lauter. Um das Vertrauen der Bevölkerung zu behalten, von dem ich gerade gesprochen habe, und für die öffentliche Förderung, müssen die Museen etwas tun. Vielleicht heute mehr denn je. Auch das wissen Sie besser als ich in allen Sparten und in allen Bereichen. Die Subventionierung kann nicht zu einem bequemen Zurücklehnen und weiter so führen. Ich unterstelle es auch niemandem von Ihnen. Ich will es nur noch mal deutlich gesagt haben, weil auch das für mich Museen attraktiv macht. Und was das konkret bedeutet, möchte ich anhand von 3 Aspekten etwas konkreter formulieren. Anhand von Inhalten, von Vermittlung und vom Museumsbesuch selbst. Zu den Inhalten. Museen agieren weder im luftleeren Raum noch in einem Paralleluniversum. Sie sind Teil der Gesellschaft, lebendiger Teil. Und sie sollten deshalb auch die Themen verhandeln, die die Gesellschaft beschäftigen oder beschäftigen müssten. Kultur und Wissenschaft ermöglichen einen anderen Blick auf diese Gesellschaft und damit die Möglichkeit zur Diagnose, unabhängig von materiellen oder politischen Interessen. Denken Sie nur mal dran, wie stark sich die gesellschaftliche Debatte über den Klimadiskurs oder über die Kolonialzeit gerade in den Museen widerspiegelt. Das ist gut so. Da waren die Museen zum Teil Motoren, haben Themen weitergetrieben, haben sinnvolle neue Perspektiven eröffnet. Oder an die so dringend notwendige Debatte über einen neuen Kanon, an der sich allerdings noch zu wenig Häuser beteiligen. Oder an ganz konkrete Dinge wie die Ukraine-Aktion der Hamburger Museen am gestrigen Wochenende. Was wir stattdessen nach wie vor regelmäßig ebenfalls noch erleben, ist aber eine andere Programmpolitik. Einige willkürliche Beispiele aus der jüngeren Zeit und hier, weil das eben doch mein Hauptbetätigungsfeld ist, vor allen Dingen aus dem Bereich der Kunstmuseen. Wenn da in einem Museum in Westfalen nacheinander der von PR-Agenturen und Glamour-Magazinen hochgejazzte Marketing-Experte Leon Löwentraut als angeblich ernstzunehmender Maler präsentiert wird, danach dasselbe mit dem Hollywood-Schauspieler Sylvester Stallone, Rocky, geschieht, dann im selben Museum der Rockstar Bryan Adams als Fotograf und seit gestern auch noch Digitalfotografie des Satirikers und Moderators Dieter Nuhr. Das ist der mit dem Zitat, Shitstorm an sich ist eigentlich sozusagen die humane Schwester des Pogroms, gezeigt werden, dann lachen sich darüber nicht nur meine seriösen Kolleginnen und ich kaputt, wir weinen auch anschließend, weil wir eigentlich den Anspruch haben, nicht nur den Pressetext zur Ausstellung nachzubeten. Hier verspielen die Verantwortlichen
mit solchen musealen Weinen, die oft auch noch der Kunsthandel, wie im Fall Stallone, kofinanziert, auch für lange Zeit den Ruf und die Urteilsfähigkeit eines einst angesehenen Hauses. Und was der große Karl Ernst Osshaus, einer der größten Kulturvermittler aus Westfalen, den dieses Land je hatte, dazu sagen würde, wage ich mir gar nicht auszumalen. Hier geht es ganz offensichtlich um Populismus und nicht mehr um Inhalte, sonst würde ein angesehenes Museum so etwas nicht zeigen. Das Folkwang-Museum in Essen, das dort gerade sein 100-jähriges Bestehen feiert, hat über viele Jahre lang sein Ausstellungsprogramm an den Wünschen des Sponsors Ruhrgas orientiert und das auch ganz offen gesagt. Als es 1987 galt, Lieferverträge mit Norwegen zu feiern, wurde Munk gezeigt. Bei niederländischem Erdgas war es 1990 Van Gogh. Bei Russland 1993 eine Ausstellung über die Sammler Morozov und Schtschukin. Einmal durfte sogar der Kulturbeauftragte des Konzerns noch vor dem damaligen Direktor die Pressekonferenz mit dem bemerkenswert offenen Satz begrüßen: Diese Ausstellung wollte ich schon immer mal machen. Zu seinen aktuellen Russlandgeschäften äußert sich der Sponsor der Jubiläumsausstellung, der inzwischen E.ON heißt, übrigens trotz mehrfacher Nachfragen nur äußerst sparsam. Die Nationalgalerie in Berlin zeigt eine Gauguin-Ausstellung mit Werken, die seit Jahrzehnten regelmäßig durch die Welt touren und jetzt zur Verfügung stehen, weil das Heimathaus, die Ny-Carlsberg-Glyptothek in Kopenhagen, gerade renoviert wird. Die Bilder stehen also einfach zur Verfügung gegen Leihgebühren. Manchmal ist die Sache so einfach. Verkauft wird das Ganze aber als kolonialkritische Neubewertung des Künstlers. Und was sonst in den Berliner Museen so los ist, entnehmen Sie wahrscheinlich selbst den Medien. Umweltdebatte beim Museum für die Moderne, inhaltliche Fragen ans Humboldt-Forum, die auch nach Jahren immer noch nicht geklärt sind, eine seit 2 Jahren nicht umgesetzte, vom Wissenschaftsrat unabhängig empfohlene Strukturreform, deren wegen nun sogar das Personal aufbegehrt und Finanzmittel durch den Finanzausschuss eingefroren wurden, oder die Besetzung einer Direktorenstelle, die nicht nur für mich, das weiß ich aus vielen Gesprächen in den vergangenen Wochen, Fragen an den regelgerechten Ablauf des Verfahrens stellen. All so etwas, und das waren nur einige aktuelle Beispiele, bekommen Besucherinnen und Besucher, die Kultur interessiert sind, natürlich mit. Und irgendwann stellen sie sich dann die Frage, agieren hier noch Museen nach dem Grundsatz der Unabhängigkeit von Wissenschaft und Forschung? Präsentieren Sie Themen, weil Sie davon überzeugt sind oder weil es dafür Drittmittel oder andere externe Begründungen oder politische Wünsche gibt? Was macht ein Museum für mich attraktiv, soll ich sagen? Erste Antwort: Es sollte über das, was es zeigt, nach dem Kriterium der Relevanz entscheiden und um die Mittel dafür kämpfen. Nicht nach wirtschaftlichen oder populistischen Maßstäben, und wo das nicht geht, sollte das Museum zumindest ehrlich sein, nach innen wie nach außen. Zweiter Punkt, Vermittlung. Museen sind hier eigentlich in einer ganz ähnlichen Situation wie wir beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, für den ich arbeite. Wir werden beide von den Menschen bezahlt, für die wir arbeiten. Trotzdem dürfen deren Erwartungen nicht der wichtigste Maßstab für unsere Arbeit sein, natürlich aber auch nicht ignoriert werden. Das gesunde und selbstbewusste Mittelmaß zu finden, ist eine große Kunst, vielleicht die größte Kunst im Moment für Programmmacherinnen. Das Umfeld, in dem wir agieren, hat sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten radikal verändert. Und aus dieser Veränderung haben wir zumindest beim Radio nach wie vor nicht die notwendigen Schlüsse und Konsequenzen gezogen. Wie das bei den Museen ist, müssen Sie sich selbst fragen. Die Digitalisierung der Welt hat zu einer weltweiten Verfügbarkeit von Inhalten, von Content geführt, und das innerhalb weniger Sekunden und zu dem Zeitpunkt, den das Publikum bestimmt, nicht mehr die Anbieterinnen. Die Mona Lisa, Einsteins Manuskript der allgemeinen Relativitätstheorie, Kafkas Manuskript zum Prozess, die Himmelsscheibe von Nebra, kann heute jede und jeder hochauflösend auf den eigenen Monitor holen, so detailliert und so nah, wie das in kaum einem Museum möglich wäre. Dadurch scheinen gerade in der Generation der Digital Natives die Alternativen und die Konkurrenz zum Besuch im Museum oder im Archiv oder der Bibliothek zu steigen.
Wir reden dabei aber letztlich nur von digitalen Kopien, von Simulationen. Und ich glaube, das muss die Institution Museum immer wieder klar machen. Ich möchte Sie deshalb bitten, setzen Sie weiterhin, wo immer möglich, auf die Kraft des Originals. Vertrauen Sie Walter Benjamins Erkenntnissen über die Aura des Originals. Es gibt sie ja tatsächlich. Wenn ich vor der Mona Lisa stehe oder vor einem Vermeer oder vor der Himmelsscheibe von Nebra, dann löst das etwas in mir aus, was kein Monitorbild kann. Ich kann das nicht beschreiben, ich kann nur sagen, dass es da ist. Und das ist ein großes Kapital, das die Museen da haben. Ich möchte Sie also bitten, setzen Sie weiterhin auf die Kraft des Originals und glauben Sie bitte nicht, Sie müssten im Museum, ich habe es schon mal gesagt, mit den Möglichkeiten der digitalen oder gar virtuellen Welten in Konkurrenz treten. Ich möchte nicht noch mehr Displays und Touchscreens und Codes zum Scannen haben, wo ich mich stattdessen auf ein Original einlassen, mich mit ihm unmittelbar auseinandersetzen kann. Mag aber auch, ich bin 54, an meinem Alter liegen. Natürlich muss ein verändertes Umfeld immer mit mehr Konkurrenz zu neuen Vermittlungsformen führen, aber nicht zur Verflachung oder zur Anbiederung durch technische Spielereien. Und ich möchte das, was ausgestellt wird, auch inhaltlich vernünftig erklärt bekommen. Dazu aber später noch mehr. Ich möchte keine Ausstellung sehen, die, wie vor einigen Jahren hier im Saarland, Leonardo da Vinci ankündigt und dann mit Rekonstruktionen und Faksimiles arbeitet. Solche ausschließlich virtuellen Welten sollen überwältigen, aber sie können mich, weil sie letztlich dann eben doch Mogelpackungen sind, vielleicht überwältigen, aber nur selten überzeugen. Das verstärkte Arbeiten mit der eigenen Sammlung, die Konzentration auf das, was man selbst im Haus hat und warum man es hat, könnte ein Schritt in die andere, in die richtige Richtung sein. Die finanzielle Situation vieler Museen, die drohende Klimakatastrophe führen ja jetzt schon zu berechtigten Debatten darüber, ob Exponate und Kuriere weiterhin um die Welt fliegen müssen. Ist eine Ausstellung besonders gut, wenn 40 Werke aus New York rüberkommen? Nicht unbedingt, manchmal schon, lautete die kluge Antwort. Und ob wir um diesen Preis, Kosten, ökologischer Fußabdruck, wirklich die 20. Ausstellung über Nolde und die Blumen, Chagall und die Tiere, Miro und die Farben, Picasso und die Kinder, Brücke und Blauen Reiter oder die Druckgrafik des Expressionismus tatsächlich brauchen. Gerade die Heimatmuseen, die historischen Museen, die technischen Museen, die oft vielleicht keine Alternativen haben, arbeiten seit langem ortsbezogen. Mich begeistert das in den letzten Jahren zunehmend. Ich finde das sehr überzeugend und vielleicht könnten die großen Häuser darüber auch verstärkt nachdenken und trotzdem oder gerade dadurch tolle Ideen entwickeln. Und kommen wir zum Schluss noch zum Konkreten, zum Besuch im Museum, zum realen Dasein. Aufenthaltsqualität nennen ihre Marketingfachleute, soweit ich weiß, das, was für die meisten BesucherInnen ja tatsächlich die Attraktivität eines Museums ausmacht. Entferne mich, das ist mir bewusst, damit natürlich jetzt vom Museumsimmanenten. Ich messe diesem Aspekt aber auch persönlich eine nicht zu unterschätzende Bedeutung bei und dazu gehört übrigens auch das Café. Natürlich braucht ein etwas größeres Museum ein tolles Café, wo der Cappuccino nicht 5,90 Euro kostet. Bei mir fängt das oft schon am Eingang oder an der Kasse an. Ich möchte das Gefühl haben, willkommen zu sein und nicht eigentlich irgendwie zu stören. Nicht zugewandtes Personal, brummelige Bemerkungen über Taschen und Schirme nehmen mir die Lust auf das Museum, auf das ich mich eben gerade noch gefreut habe. Wandtexte, die eigentlich halbe Katalog-Essays sind, gehören auch dazu. Klassisches Kuratorendeutsch über das Dinghafte der Dinge, über Synergien und Metamorphosen und Dekonstruktionen und Transzendenzen lassen sich auch so verändern, ohne zu verflachen, dass sie nicht nur Menschen mit Abitur verstehen. Die Texte zur Kunst sind längst schon nicht mehr das Maß der Dinge. Das ist eine fast kunstesoterische Fachzeitschrift für die, die nicht aus Kunstmuseen kommen.
also nicht mehr das Maß der Dinge einer Sprache, die vor allem durch elitäre Exklusivität Kompetenz beweisen will. Sie erreicht eigentlich genau das Gegenteil. Ich gucke, wann immer ich kann, nach wie vor sonntags die Sendung mit der Maus. Die Sprache muss es nicht sein, aber es ist eine gute Sprache, die da verwendet wird. Sie kommt auf den Punkt, sie bleibt beim Wesentlichen. Versuchen Sie das auch in den Katalogtexten. Sie werden die Studien darüber kennen, wie viel Zeit die Menschen überhaupt haben, diese Texte zu lesen und zu verstehen. Das muss packen. Das ist wie bei Twitter oder auf der Website der Teaser, für den man maximal 300 oder 500 Zeichen hat. Da muss eigentlich schon alles drin sein. Das kann man lernen. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob das Schreiben solcher Funktionstexte eigentlich zur Ausbildung von KuratorInnen inzwischen mal gehört. Übrigens gehören diese Texte nach wie vor nicht an die Übergänge zwischen zwei Räumen, wo sich traditionell die Menschen knubbeln und dann als erstes mal eben hinter der neuen Tür 20 Leute stecken, weil da ausgerechnet da der Text ist, weil man eben dieses chronologische von Raum zu Raum gehen irgendwie so gewöhnt ist. Ich habe es gerade wieder auf der Biennale in Venedig gesehen. Auch da gibt es andere Lösungen. Und Vitrinen, in die, wie neulich in einer Fotoausstellung in Frankfurt, sogar noch Zwischenebenen aus Plexiglas eingezogen wurden, damit mehr hineinpasst, in zwei Lagen nämlich, sich die Exponate dadurch aber überlagert haben, Schatten warfen, man sich den Hals verdrehen musste, um das lesen zu können, was unten drunter lag. Auch das braucht kein Mensch. Also für die BesucherInnen und nicht für die kuratorische Notwendigkeit an der Stelle denken. Das sind die ganz praktischen Fragen der Vermittlung aus der Sicht eines regelmäßigen Besuchers. Schön, wenn ich eine gute These herausgearbeitet habe, gelingt es mir aber auch, sie mit den Mitteln der Ausstellung jeder und jedem nahe zu bringen. Sonst bin ich als Kurator an dieser Stelle eigentlich gescheitert, weil ich da mein Publikum offensichtlich nicht im Blick hatte. Katalog ist nochmal was ganz anderes, da kann viel mehr ganz anders stattfinden, aber ich finde, eine Ausstellung muss mit Mitteln der Ausstellung ihr Publikum erreichen. Und apropos Fotovitrine, das ist jetzt aber auch wieder eher persönlich und geschmäcklerisch, dass manche öffentliche Häuser immer noch meinen, das Fotografieren gemeinfreier Werke ohne Blitz verbieten zu können, finde ich zumindest dreist. Sie wissen, dass an Bildern oder Plastiken, deren UrheberInnen 70 Jahre tot sind, kein Urheberrecht mehr besteht. Was sich in Museen befindet, gehört uns allen. Deswegen wird ja auch über die Frage der Legitimität von Eintrittsgeldern für Dauerausstellungen diskutiert. Gerade erst wieder von einem Museumsdirektor aber zu hören, aber dann verkaufen wir doch keine Postkarten mehr, ist nicht nur traurig, das ist vor allem im Digitalzeitalter nicht mehr zeitgemäß und eigentlich ein Betrug an den BesucherInnen, die sich doch mit den Werken identifizieren möchten und sollen und sie eben auch mit nach Hause nehmen möchten. Das ist doch eigentlich ein tolles Kompliment an jedes Museum. Und da, glaube ich, muss jeder entscheiden dürfen, wie er oder sie das machen möchte, wenn dadurch das Werk nicht gefährdet wird. Also, machen Sie es Ihrem Publikum, das Ihre Häuser und auch Sie alle bezahlt, einfacher, sich wohlzufühlen, noch einfacher, sich willkommen zu fühlen, sich identifizieren zu können und wiederkommen zu wollen. Senken Sie auch dadurch die Schwellen. Geben Sie den BesucherInnen das Gefühl, dass sie auf Sie gewartet haben und nicht, dass diese BesucherInnen eigentlich vor allem Abläufe stören. Vielleicht finden Sie ja sogar, auch das ist jetzt wahrscheinlich wieder total naiv, einen Sponsor, der einen Monat lang jedem Besucher, jeder Besucherin die Postkarte des Lieblingsexponates schenkt nach dem Ende des Besuchs, gern auch mit Werbeaufdruck auf der Rückseite oder den dritten Besuch, wie den dritten Cappuccino im Café. Einfach, wenn Sie zweimal wiederbekommen, das dritte Mal ist umsonst spendiert. Ich habe zum Schluss noch einen ganz persönlichen Wunsch. Mir bereitet es seit einiger Zeit, da bin ich aber auch wieder hauptsächlich bei den Kunstmuseen, tut mir leid, beinahe körperliche Schmerzen, wie Ausstellungen neuerdings in deutschen Museen benannt werden. Making Van Gogh, eine Liebe in Deutschland. Renoir Rococo Renaissance. Angelika Kaufmann, Künstlerin, Powerfrau, Influencerin. Becoming Famous, Peter Paul Rubens. Warum man das macht, was man sich davon erhofft, ist mir schon klar. Und ich finde Twitter und Instagram auch, das ist nicht ironisch gemeint, sehr, sehr wichtig. Man erschließt sich neue Kreise damit. Aber nochmal, die Anbiederung an das Publikum einer kommerziellen Unterhaltungsindustrie ist sinnlos. Social Media funktioniert auch nicht auf diese Weise.
Dazu gibt es bei Bedarf hervorragende Seminare. Ich habe, wie immer bei solchen Impulsreferaten, vieles nur anschneiden können, anderes in diesem Kontext bewusst nicht angesprochen, das für mich aber eigentlich auch zur Attraktivität von Museen gehört, den desolaten Zustand der Provenienzforschung an vielen Häusern, das Fehlen verlässlicher, transparenter Datenbanken zum Beispiel, fast ein Vierteljahrhundert nach der Washingtoner Konferenz. Auch das hat etwas mit Glaubwürdigkeit und Identität zu tun. Aber das ist eine andere Geschichte, die soll vielleicht ein andermal erzählt werden. Eintrittspreise wären ein Thema, die Frage der Diversität, auch beim kuratorischen Personal. Ich weiß, dass darüber viel diskutiert wird. All das hängt für mich auch mit der Attraktivität von Museen und der Frage, wen erreichen Museen eigentlich zusammen. Ich bitte Sie zum Schluss, das, was ich gesagt habe, nicht als Arroganz oder als Ignoranz eines Menschen auszulegen, der kein Museum leiten und vor allen Dingen nicht finanzieren muss. Mir ist bewusst, wie naiv viele meiner Erwartungen an ein attraktiveres Museum für Sie, die Praktikerinnen und Praktiker, sein müssen, klingen müssen. Bitte nehmen Sie die Anmerkungen deshalb als die eines Besuchers, dem der Fortbestand und die Vielfalt der Institution Museum in all seinen Aspekten unglaublich am Herzen liegt. Ich danke für die Aufmerksamkeit, hoffe, dass meine Gedanken wenigstens einige Impulse gegeben haben könnten und wünsche Ihnen eine gute Tagung. Danke. Ja, genau. Wir nehmen das mit wieder. Na, das spricht für sich. Dankeschön. Ja, vielen herzlichen Dank für diese Tour der Raison, die, wie ich finde, genau das Mittelwort gefunden hat zwischen einem aus der Seele sprechen und einem Perspektiven eröffnen. Und ich bin jetzt ganz gespannt auf die Reaktionen aus dem Publikum. Oha. Mich würde freuen, wenn Sie immer auch dazu sagen könnten, welches Haus Sie vertreten. Und haben Sie keine Angst, das hat für die Berichterstattung im Deutschlandfunk keine Konsequenzen. Oder im Gegenteil, vielleicht werden Sie dann aufmerksam auf einen versteckten Champion. Kann auch sein. Derer haben wir heute viele im Raum. So, liebe Kollegen, jetzt aber auch keine falsche Scheu. Korrigieren Sie mich auch gerne. Sagen Sie mir, dass ich totalen Blödsinn erzählt habe oder was nicht verstanden habe. Da haben wir in der Mitte eine Wortmeldung. Hallo, mein Name ist Ella Platschka vom Museum Brot und Kunst in Ulm. Vielen Dank für den Impuls. Ich stimme Ihnen in vielen Sachen zu und möchte gerade den Aspekt des Eintrittsgeldes nochmal aufgreifen. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen denken, jetzt zahle ich, jetzt muss ich auch alles anschauen und dann ist das ganze Museum verdammt anstrengend. Ich finde, unseren BesucherInnen fehlt grundsätzlich auch die Kompetenz für den Museumsbesuch, die ich jetzt im Studium als klassische Kunsthistorikerin mitbekommen habe, dass man sich vielleicht nur drei Werke anschaut. Aber der Eintritt verunmöglicht dieses, wenn man ja dann demnächst wiederkommen muss, wieder 10, 15 Euro berappen muss und dieser Genuss dann wegfällt. Gerade der Marathon durchs Museum ist nicht attraktiv. Und deswegen finde ich, wie Sie das sagten, wäre eine Diskussion um Eintrittspreise für mich sehr wichtig. Die Alternative wäre ja wahrscheinlich, Entschuldigung. Die Alternative wäre ja wahrscheinlich in den Museen so etwas wie Best-of-Räume oder was wir im Moment wichtig finden oder was wir Ihnen, den Besucherinnen, gerade erklären wollen, einzurichten und da dann separaten Zugang für beispielsweise weniger Geld zuzulassen. Ich fürchte nur, dass das dem enzyklopädischen Gedanken, der immer noch vielen Museen innewohnt, über den ich mich natürlich auch freue, die gesamte Kunstgeschichte eigentlich ausgebreitet zu kriegen, entgegenspricht. Also vielleicht kann man mehr mit kleinen Kabinettausstellungen arbeiten und dafür dann auch
freien oder ganz anderen Eintritt, aber das Verlangen, aber das erfordert natürlich einen enormen logistischen Aufwand. Wie kriege ich die Leute nur dahin? Wie kriege ich sie wieder raus? In Pandemiezeiten auch nicht schwierig, aber der Gedanke, glaube ich, stimmt. Ist mir auch neu, aber ich finde, er stimmt. Übrigens auch das chronologische Abschreiten. Ja. Also ich merke das manchmal, wenn ich als Privatmensch in Museen gehe, dass sich im ersten, zweiten Raum alles knubbelt, kurz nach der Eröffnung. Wenn ich dann aber sage, gut, dann gucke ich mir die halt später an, jetzt gehe ich mal erst in Raum 3 bis 5, dann ist es da ganz leer, weil wir eben wirklich gewohnt sind, ein Museum wie ein Buch zu lesen, von links nach rechts, von Raum 1 bis Raum 20. Auch da könnte man nochmal überlegen, ob man Besucherinnen nicht anders steuert im Museum. Ich hab da hinten vorhin eine erhobene Hand gesehen, da, genau. Ja. Ich hab schon. Anke Schwarzwälder, Black Forest, das Strategieberatung. Meine Frage, Herr Koldehoff, ist, was glauben Sie, ist der Grund, warum die Politik, jetzt ganz global gesprochen, Museen im Vergleich zu den Stadien, haben Sie es angesprochen, oder den Fußballvereinen, als eher entbehrlich betrachtet? Was ist der tiefere Grund dafür, dass es für die Politiker offenkundig genauso für einen großen Teil des Publikums, großen Teil der Bevölkerung, dass die Museen gar keine Relevanz haben? Also ich muss vorausschicken, dass ich seit meiner Schulzeit, man sieht es mir leider auch an, ein sehr gestörtes Verhältnis zum Thema Sport habe. Insofern argumentiere ich jetzt wahrscheinlich noch subjektiver, als ich das vorhin in dem Vortrag getan habe. Man darf, glaube ich, wenn man diese Zahlen aus Berlin, mehr Besucherinnen in Museen als in den Stadien anguckt, eins nicht vergessen, das Ganze stimmt nicht mehr, wenn man die Fernsehübertragung, wenn man die Sportschau, das Sportstudio, die Live-Übertragungen im Hörfunk dazu nimmt, dann erreicht man natürlich über den Sport viel, viel mehr Menschen. Ein ewiger Streitpunkt, den wir bei uns in der Redaktion haben, ist zum Beispiel der, ist Fußball auch Kultur? Also hat Fußball, Entschuldigung, nicht arrogant finden bitte, ich finde völlig in Ordnung, ich glaube Herr Klimt, Sie tun das auch, wenn man sich für den Sport engagiert, aber diese Diskussion, hat Sport einen intellektuellen Mehrwert oder hat Sport einen intellektuellen Mehrwert oder ist das mehr so das Angebot für die breite Masse, während Kultur doch immer irgendwie was Intellektuelles hat, immer irgendwie was Exklusives. Man sollte sich mit einem Künstler beschäftigen, man sollte ein Stück verstehen, man sollte die Zeit, über die man da im Theater sieht, irgendwie ein bisschen kennen, um das, was der Dichter, die Dichterin sagt, einordnen zu können. Es ist nicht so leicht vermittelbar, das kulturelle Angebot im Vergleich zum Sport. Und ich glaube, dass deswegen an vielen Stellen die Politik es leichter findet, mit Sport umzugehen als mit Kultur. Also ich höre in den letzten 20 Jahren auf allen Ebenen, ob das in Kommunen ist, in Landtagen oder in Bundestagen, wer in anderen Ausschüssen keinen Sitz mehr bekommt, weil dann eben irgendjemand anders dran war oder ein anderer Stadtverband oder ein anderer Ortsverband, der geht dann halt in den Kulturausschuss. Also das ist so das, was man nimmt, wenn es übrig bleibt. Es gibt auch die anderen, die wahnsinnig Engagierten, Politikerinnen und Politiker mit Sicherheit, aber es hat einfach nicht den Stellenwert, wahrscheinlich seit dem Wunder von Bern 1954, als wir plötzlich wieder jemand waren. Sport ist nach wie vor das Ding für die breite Masse und das ist die Kultur nun mal nicht. Meine subjektive Einschätzung. Hier vorne Gregor Isenbord und bitte hinstellen, damit die Kameraleute es einfacher haben, den Sprecher zu finden. Gregor Isenbord, DASE Arbeitsweltausstellung in Dortmund. Es geht jetzt nicht um Sport und Kultur, sondern ich wollte an einer Stelle noch mal kurz Ihnen etwas widersprechen. Und zwar an der Stelle, wo Sie auf der einen Seite sagen, wir müssen uns mit dem Publikum zuwenden und auf der anderen Seite über das auratische Objekt gesprochen haben. Und das ist natürlich wirklich ein kritischer Punkt, weil Sie da als historisch interessierter Intellektueller, der sich sozusagen sehr nah an der Museumsszene aufhält, eigentlich genau das sagen, was wir Museumsleute häufig falsch machen, nämlich dass wir das Objekt auratisch finden. Und die beiden Damen, die Sie da in Osnabrück vielleicht gesehen haben, die Himmelsscheibe von Nebra eben überhaupt nicht auratisch finden. Und diesen Widerspruch, den sollte man, wollte ich nur mal kurz erwähnen, weil das ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, die Objekte haben eine Aura.
haben sie nicht, sondern sie haben immer nur die Aura für den, der sie den Objekten zuschreibt. Ja, sehe ich genauso. Und da spielt auch das Thema der Diversität, glaube ich, eine ganz große Rolle. Wer sind die Leute, die das zuschreiben und wer sind sie eben nicht? Auf der anderen Seite arbeiten sie alle nicht umsonst in Museen. Das heißt, sie sind da nicht, um irgendwelche Beliebigkeiten aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren und zu präsentieren. Es ist für mich auch wieder eine Frage der Vermittlung und der Darstellung. Warum ist es ein wichtiges und vielleicht sogar auratisches Objekt? Ich komme jetzt wieder zur bildenden Kunst. Die Impressionisten sind ja nicht so toll, weil sie so luftig, duftig gemalt haben, sondern weil sie im Grunde die große Revolution gegen die Akademien und gegen die Salons angezettelt haben, weil sie die Kunst demokratisiert haben, weil sie gesagt haben, wir gehen raus aus den Vorgaben, ein Seestück hat so groß zu sein, eine Landschaft hat Vorder-, Mittel-, Hintergrund zu haben und so weiter. Wir machen das jetzt so, wie wir es sehen. Und das immer wieder zu vermitteln. Es gab in der Kunst Leute, die haben Tabus gebrochen, die haben sich gegen die vorherrschende Mehrheitsmeinung gestellt. Das gibt es im technischen Bereich. Die meisten großen Erfindungen wären nicht möglich, wenn sich seit Galileo nicht irgendjemand mal getraut hätte, gegen den Strich zu denken. Das zu vermitteln, also die Relevanz, vielleicht ist Aura das falsche Wort. Also ich habe ja ganz bewusst gesagt, mir geht's so. Also wenn ich vor einem Vermeer stehe, dann flattert irgendwas. Kann das nicht anders beschreiben. Vielleicht ist Aura das falsche Wort. So, ich hatte eben noch eine Wortmeldung hier vorne, ja. Genau, ja, stellen Sie sich ruhig hin, damit das Mikro Sie findet. Und da hinten gibt es auch eine, ja, okay. 1, 2, dann haben wir 3, 4, 5 und dann müssen wir, glaube ich, die Runde hier schließen. So, erst Sie. Zum Punkt des Vermittelns würde ich gerne noch eine Ergänzung machen. Katrin Lorbeer vom Badischen Landesmuseum in Karlsruhe. Ich glaube, dass wir im Vermitteln inzwischen relativ gut sind und das eigentlich auch können. Aber dieser Begriff impliziert, dass du, lieber Besucher, liebe Besucherin, doch gefälligst etwas lernen soll. Und ich glaube, wir kämen auch weiter in der Diskussion, wenn wir den BesucherInnen das Recht einräumen, nichts vermittelt bekommen wollen zu müssen. Das heißt, man darf ins Museum gehen und darf sich einfach nur wohlfühlen. Genau. Also diese Idee des Wohnzimmers Museum, wirklich weitergedacht. Das sind auch tolle Räume. Manchmal ist ja auch der Übergang zwischen Museum und historischem Denkmal fließend. Also da besteht das Museum ja auch aus einfach einer tollen Immobilie. Man kommt rein, man kann rausgucken und fühlt sich dann schon wohl und ist in einer fantastischen Atmosphäre, ohne jetzt den Zwang zu haben, jetzt auch noch gefälligst etwas lernen zu müssen. Ja, dann da hinten. Ah, Frau Morscheiser, ja, Sie. Ja. Jennifer Morscheiser, Lokschuppen in Rosenheim. Herr Koldorf, ich habe eine Frage. Und zwar haben Sie jetzt eine ganze Reihe Themen eben aufgezählt, die Sie als Ausstellungsthemen eher provokativ empfunden haben und nicht so richtig ansprechend. Ich komme jetzt aus einem Haus, was so ein Wort Schlagwortthemen hat, also Eiszeit, Maya, die 15 Was ist was Bücherthemen. Was wären denn Themen, die Sie gerne zeitgemäß hören, sehen würden und wie würden Sie sie formuliert haben wollen? Meinen Sie jetzt Titel? Oder ja, Titel für Ausstellungen. Sie dürfen die 3 liebsten Ausstellungen, die Sie irgendwann mal unter dem Thema gesehen haben, muss ich das jetzt ad hoc sagen? Oder? Eine wäre auch schon das gut. Das klären aber wir gleich so in der Kaffeepause, schlage ich also vor. Also ich sage Ihnen ein Thema, falls jemand hier ist, der Lust hat, aber natürlich auch wieder aus der Kunstgeschichte. Die Impressionisten, die mich sehr faszinieren, sind noch nie als Zeitzeugen der Industrialisierung gesehen worden. Gucken Sie sich mal impressionistische Bilder an und schauen Sie mal, auf wie vielen Bildern Sie qualmende Schornsteine, Fabriken im Hintergrund, Lastkähne und so weiter sehen. Also das ist eben nicht diese süßlichen, romantisierenden, rückwärtsgewandten Künstler waren, sondern welche, die mitten in ihrer Zeit standen. Das würde ich mir als Thema einer Ausstellung mal wünschen. Aber ganz spontan jetzt nur. Und dann aber bitte kein alliterativer Titel. So, danke. Jetzt haben wir hier noch eine Wortmeldung in der Mitte. Ja, der Herr in dem dunklen T-Shirt. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Achim Reisdorf vom Ruhrmuseum in Essen. Vielen Dank für Ihren tollen Vortrag. Sie erwähnten oder Sie sprachen über sich als einen alten, weisen Mann. Wir sind übrigens etwa gleich alt. Ich frage jetzt mal für einen Freund, wie man so schön sagt.
Was wäre Ihre Empfehlung, alten, weißen Männern neue Ausstellungsinhalte, neue Formate, ich sag mal, auf eine diplomatische, zündende Art und Weise zu übermitteln? Ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Ich fand es ziemlich großartig, dass die Direktorin des Rautenstrauch-Jost-Museums bei uns in Köln, Nanette Snoop, für eine Ausstellung, Resist hieß die, da geht es ums Kolonialthema, Sie haben sie gesehen, okay, einfach externen KuratorInnen aus den Herkunftskulturen, aus denen sie Exponate in der ständigen Sammlung hat, carte blanche zu geben und zu sagen, ich trete jetzt zurück, ich gucke, dass wir es finanziert bekommen, ich bin gerne bei Gesprächsrunden dabei, aber ihr macht jetzt bitte die Ausstellung, damit wir mal den anderen Blick kriegen, den Blick aus den Herkunftsregionen. Ich glaube, es geht nicht darum, dass wir jetzt alle, zurücktreten sollten oder sagen, ich gehe jetzt in den frühzeitigen Ruhestand, meine Zeit ist vorbei, das glaube ich nicht. Ich habe große Hochachtung vor der Kompetenz, die es auch bei alten weißen Männern gibt, aber loslassen, freigeben, kooperieren, externe Kompetenz dazu holen. Ich glaube, das ist im Moment ganz wichtig, übrigens auch was den klassischen Kanon in Museen angeht. Also Felix Krämer hat das im Städel, bevor er ging, angefangen zu sagen, wir haben viel zu wenig Frauen, wir haben viel zu wenig zweite Reihe in der ständigen Sammlung, lasst uns das doch mal ändern. Das wären so kleine Schritte. So, und jetzt nehmen wir noch eine Wortmeldung hier vorne in der dritten Reihe. Vielen Dank, Herr Koldehoff. Und vielleicht ist es ja auch ganz angemessen, als Letzte dann auch nochmal nach der Rolle des Feuilletons zu fragen. Denn schließlich oft ist es ja so, man macht ja auch die Ausstellung, ich hatte gar nicht mich vorgestellt, Barbara Fischer von der Deutschen Nationalbibliothek, macht man ja auch die Ausstellungen, weil man präsent sein will und man muss auch präsent in den Medien sein. Und letztendlich ist es ja dann oft so, dass der Feuilleton sehr gerne die großen Namen und die großen Themen aufgreift und weniger Interesse zeigt für die lokal verbundene Ausstellung, sehr engagiert des Heimatmuseums drei Ecken weiter. Und da würde ich mich gerne von Ihnen hören, wie begegnen Sie dieser Verantwortung, gerade als Journalist? Dankeschön. Ich könnte mich jetzt aufs Formale zurückziehen und sagen, wir haben eine Sendung für die Aktuelle Kultur am Tag, 17.35 Uhr bis 18.25 Uhr. Und da kriege ich, weil da auch Theater, auch Kulturpolitik, auch Oper, auch Konzert stattfinden, da kriege ich maximal ein Thema aus den Museen pro Tag unter und muss da dann aber eben wirklich Kiel bis Füssen und Aachen bis Frankfurt an der Oder im Blick haben, weil wir halt der Deutschlandfunk sind. Ich muss auswählen. Ich muss nach Relevanz, aber auch, da kann ich total subjektiv sein, nach Interesse auswählen. Wir haben manchmal, klingt jetzt despektierlicher, als es gemeint ist, ganz kleine Häuser in der Sendung, weil da einfach eine tolle Ausstellung stattgefunden hat. Das Zweite ist nur, und da kann ich jetzt auch wieder nur für uns sprechen, wir haben den Anspruch, Kritikerinnen und Kritiker hinzuschicken. Also nicht die Kuratorinnen und Kuratoren zu fragen, warum ist Ihre Ausstellung so großartig und ihnen dann 5 Minuten Zeit zu geben, den Pressetext zu paraphrasieren, sondern wir wollen schon unsere kompetenten Leute da haben. Und das ist auf dem Land manchmal nicht so einfach, jemanden zu finden, der da hingeht. Wenn Sie nach der Verantwortung fragen, ja natürlich hat das Feuilleton dieselbe Verpflichtung allen Häusern. Allen sind es 4.000 nach wie vor, 4.000 Museen? Mehr, 6.000. Mehr. Entschuldigung, 6.000 Museen. Wir schaffen es einfach nicht. Okay. Ich kann Ihnen nur eins sagen, jede Einladung, jede Presseinformation, wenn nicht im Betreff einfach nur steht Presseinformation, sondern Ausstellung, Fotografie hat es nie gegeben oder sowas, lese ich. Ich habe das mal für einen Tag, für ein Seminar ausgedruckt. Das ist so ein Stapel. Also alles, was ankommt, wird auch gelesen. Aber dann gibt es halt leider Gottes einen fürchterlichen Wettbewerb und das wird bei der FAZ und bei der Süddeutschen und bei der Welt nicht anders sein. Leider. Vielleicht bietet das Internet mehr Möglichkeiten. Ja, vielen Dank, Herr Koldehoff. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir haben uns, glaube ich, unsere Kaffeepause verdient. Doch vorab, bitte bleiben Sie noch einen Augenblick sitzen, habe ich noch ein paar Hinweise. Und zwar, wer schon in seine Tagungsmappe geguckt haben sollte, hat dort vielleicht eine Karte gefunden und auf der stand eine Frage. Wir möchten Sie darum bitten, dass Sie diese Frage ganz kurz beantworten und die ausgefüllte Karte oder die
ja, die beantwortete Frage dann entweder unten im Tagungsbüro abzugeben oder an den bereitstehenden Stellwänden an die entsprechende Stelle aufzupinnen. Das war das eine. Das zweite ist, viele haben wahrscheinlich, als sie gekommen sind, gesehen, dass wir unten im Foyer Plakate aufgehängt haben. Das sind die Einreichungen von unserer fiktiven Image-Kampagne, bei der sich ja wirklich überraschend viele ungeheuer kreativ beteiligt haben. Wir haben hier vom Vorstand aus sozusagen unsere Publikumslieblinge schon ausgeguckt, aber wir wollten Ihnen auch die Möglichkeit geben, sich Ihren Publikumsliebling auszuschauen. Geben Sie Ihr Votum ab und die Auflösung kommt morgen. Dann habe ich vorhin ganz vergessen zu fragen, was eigentlich bei unserer Mentimeter-Umfrage rausgekommen ist. Können wir die Ergebnisse noch mal kurz sehen? Oder wir schieben die irgendwie heute Nachmittag noch mal ein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns wieder um 12 Uhr zur nächsten Session. Und dann wird Ihnen Rainer Spieler interessante Gäste zu der wirklich wichtigen Frage der Besucher- und Publikumsforschung präsentieren. Wir sehen uns wieder um 12 Uhr. Bis dahin. Applaus